Ich habe im Podcast immer die fünf großen. Die großen fünf. Fünf, so meine ich, genau, die großen fünf. Verschiedene Themen. Ich habe jetzt mal zwei Sachen ausgesucht. Ich glaube, beides haben wir uns vorhin, als wir den Song geprobt haben, überlegt, dass wir es gut finden. Wir können machen fünf Dinge, die man lange nicht mehr gehört hat. Oder da hinten noch fünf Dinge, die mit dem älter werden, würde ich sagen. Ja, genau. Fünf Dinge, die man mit dem Älterwerden inzwischen aufgegeben hat. Du darfst dich da entscheiden, welches du zuerst machen möchtest. Ich würde erstmal machen die fünf Dinge, die man mit dem Altwerden aufgegeben hat vielleicht. Und hast du was im Kopf dafür? Na klar, auf Platz 5 bei mir wäre, wenn ich das hast du jetzt so im Kopf, weil du so lange den Podcast hast. Das wüsste ich jetzt nicht. Nee, ich werde jetzt einfach improvisieren. Während ja, okay, der super. Ich darf aber mal drauf gucken, ne? Ja. Okay. Also die fünf Sachen, die man im Leben aufgegeben hat. Ich werde in diesem Leben ganz bestimmt kein Sexguru mehr. Und ich finde das ja so toll, dass diese norwegische Prinzessin oder das ist die dänische, die hat ja so einen Sexguru, mit dem sie immer auf so eine Insel fährt. Den finde ich so gut. Was nee, aber ich finde es einfach geil, ein Sexguru zu sein, weil es ja angeblich immer noch Leute gibt, und also so eine, also die das gut finden. Was glaubst du denn, was man tun muss, um ein Sexguru zu werden? Da musst du wahrscheinlich über 150 verschiedene Ficktechniken verfügen. Ja, aber du musst dich ja irgendwo profiliert haben, ganz tüchtig. Ich bin ja überhaupt froh, wie ich die Hose noch aufkriege. Ja. Also. Große Zustimmung von Incentives. Aber es ist ja so, man hätte ja mit 18 oder 30 auch nicht gedacht, dass Sex doch mal irgendwann nicht mehr so das Wichtigste ist. Ne? Je im Leben auf Platz 2 oder 3 rutschen könnte. Ne, bei mir war es eigentlich nie auf Platz 1. Das lag einfach immer an, na egal, okay. Auf Platz 4 bei mir ist Leistungssportler. Das ist durch, das Thema. Also Leistungssportler werde ich auch nicht mehr in diesem Leben. Was ist dein Platz 3? Platz 3 bei mir ist aussteigen und dann irgendwie doch nochmal irgendwie in so einem Freizeitpark. Also hier, ich meine da wirklich Aussteiger und irgendwo anfangen in Afrika oder Amerika, bei irgendeinem so Yosemite Park, weißt du, was ich meine? Hm. Irgendwo alles aufgeben, alles Materielle und dafür alles liegen lassen und sich wirklich so. Aber ist das jetzt nicht am Thema vorbei? Dinge, die man mit dem Altwerden, Älterwerden aufgibt? Also Aussteiger werde ich nicht mehr. Also deine Wohnung in Deutschland wohnen, Geld verdienen, Kapitalismus weg. Sondern jeden Morgen dieselbe Hose anziehen, die Sonne scheint, sich einen Filterkaffee aufgießen, rausgehen und Zebras. Genau, ein Outdoor-Typ werde ich nicht mehr. Weil dafür läuft es dann wiederum doch zu gut bei mir. Wir müssen jetzt eben Platz 2 noch machen. Bei mir Platz 2, fünf Dinge, die man mit dem Älterwerden aufgibt. Platz 2, Stellung wechseln beim Sex. Ja, das wäre mein Platz 2 auch gewesen. Mach hin, ne? Oder? Das ist unser gemeinsamer Platz 2, dass man irgendwie nicht mehr da jetzt so tut, als wenn man jetzt. Also diese. Ich finde, es muss. Mir reicht schon, wenn es beiden Spaß macht. So. Und ja, weißt du? Also, ich finde es schon gut. Also ja. Für mich ist schon Erfolg, wenn die andere Person, die auch noch an dem Akt beteiligt ist, ein Lächeln im Gesicht hat. Mhm. Und das ist. Und beide haben ein gutes Gefühl und wissen irgendwann. Irgendwann, ja. Ne? Finde ich auch. Und mein Platz 1 wäre tatsächlich gewesen, dass man sich, dass man nicht mehr den Leuten, dem Volk hinterher rennt und nicht mehr versucht, allen es recht zu machen, weil man einfach auch nicht mehr die Kraft dafür hat. Und dann kommt immer die Frage, ja, hättest du es auch gemacht, wenn du nicht in dieser privilegierten Position bist? Ja, kann ich da ganz eine sagen, weil ich bin schon bei meinem ersten Konzert, wenn Leute gequatscht haben, von der Bühne gegangen und habe auch schon immer, ich bin ein empfindlicher Typ, es gibt Momente, wo ich einfach nicht cool wirke, wo ich die Nerven verliere, das habe ich auch im Podcast, ich habe Jan schon angeschrien, aber ich finde... Ich mag das, wenn ihr euch anschreit. Ich mag das auch. Jans Fans mögen das nicht so. Ach doch, natürlich. Aber Jan mag das gerne. Wir sind heute Abend wieder, denn wir sind bei Ihnen.